Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Most Wanted Need for Speed. Ja, letztens ist uns ja das Spiel abgeschmiert mitten unterm Fahren. Gut, was heißt letztens? Für mich jetzt ein Monat her, dass ich da aufgenommen habe. Ja. Nur mal so, damit ihr da so einen kurzen kleinen Zwischenstand habt. Okay, wir sind Sechster. Haben noch nicht wirklich viel erreicht. Aber ich würde mal sagen, das bekommen wir schon hin. Das kriegen wir. Jetzt machen wir erstmal da Kopfgeld ein bisschen hier und dann haben wir es eh schon geschafft hier. Quasi. Da ist gesetzt, sonst stürzt nicht wieder was ab. Ich habe hier einen Verdächtigen, der auf eure Beschreibung passt. Stand by! Ich checke sein Kennzeichen. Fahrzeug ist ein silberner Mercedes. Ah, er konnte sogar Farben erkennen. Verdächtiger ist abgehauen, nehme Verfolgung auf. An alle Einheiten, wir gehen rauf auf Alarmstufe 3. Kann sein, dass ich ihn verliere. Stand by! Ach, wollen wir uns mal kurz... Ah, da fahren. Ah, schade. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Parkplatz-Action machen, aber... Wäre besser gewesen, wenn ich Vollgas durchgebrettet wäre, hätte ich vielleicht schön reinfenzen können, dürfen, müssen. Ich brauche alle verfügbaren Einheiten und schick sie mit Code 3. Ah, okay, machen wir. Ja, so okay, sofort, natürlich. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Kann man gleich noch ein bisschen Sachschaden verursachen hier. Wir brauchen eh noch ein Kopf, paar... Dingsens Meilensteine. Der Verdächtiger wird wieder höher. So. 42. Ich versuche den Verdächtigen zu stellen. Er kehrt um. Einfach so, ohne zu fragen. Richtung unterwegs. Schlimm, gell? Verfolgereinheiten, Achtung. Wir haben eine Straßensperre vor euch errichtet. Das ist aber auf der falschen Straße. An alle Einsatzkräfte, auf der falschen Straße. Wir gehen auf Alarmstufe 4. Wiederhole, Alarmstufe 4. Yay! Ah, verdammt viel zu früh, vor allem da vorne sind Nagelbänder. Wir haben ihn entdeckt. Tschüss. Zurückfallen lassen und Standby gehen. Testnahme negativ. Verfolgen ihn weiter. Ups. Er ist direkt in die Einsatzfahrzeuge gekracht. Ja, Frechheit. Zentrale, schickt alles, was ihr habt. Code 3. Ich verliere ihn. Dann musst du mal ein bisschen Auto fahren lernen. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Ah, schade. Fahrzeug ist kollidiert. Wäre besser gegangen. Aber naja. Sierra 13. Bin am Einsatzort. Er ist durch die Straßensperre gefahren. Schon wieder einfach so, ohne zu fragen. Ey, müssen wir das schon mal... Wenigstens müssen wir Bescheid sagen. Er will wohl nicht anhalten. Ich glaube, wir starten eine 10.65. Ah, okay, eine 10.65. Wenn du meinst. Zentrale, wir liegen schon auf Reserve. Wir können nicht mehr lange oben bleiben. Wenn das Fahrzeug nicht schnell gestoppt wird, müssen wir die Verfolgung abbrechen. Ach du Scheiße. Verdächtiges Fahrzeug ist durchgebrochen. Boah. Standby. So knapp war es jetzt auch schon lange nicht mehr. Naja, holen wir mal das Zeug hier rein und dann würde ich sagen. An alle, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in nördlicher Richtung auf dem Campus Circle. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. Einsatz ist weiterhin kurz. Bestanden, Zentrale. Charlie 15. Sind schon unterwegs und gehen auf Code 3. Habt ihr gehört, sie gehen auf Code 3. Wir haben ihn wohl endlich. Versuche zu bestätigen. Ich versuche dir zu klar zu machen, dass du mich nicht hast. So, erstmal speichern hier. Man weiß ja nie, was da schon wieder so komische Sachen passieren könnten. Und vor allem jetzt sind wir nämlich Code 4. Das heißt, jetzt geht das Ganze hier gleich mal ein bisschen schneller.
Also Bullen, zieht euch warm an. Zentrale, Bravo 2-6. Fordere 28-29 an. Habe ja einen Verdächtigen, der auf die Beschreibung eines 10-32 passt. Okay. Kommen. Der Typ macht sich davon. Meine Frau liegt im Krankenhaus und wird entbunden. Ich muss schnell fahren, ja? Ich kann nicht mithalten. Der Typ zieht davon. Tut mir sorry. Ich komme später nochmal, okay? Ja, bis ich jetzt da umdrehe und dann zurückfahre, das dauert viel zu lange, also ich fahre einmal rum. Ey, 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 ey. 85, Alter. Habt ihr mich verstanden? Was ist denn mit euch jetzt los? Alle Einheiten im Umkreis. Zentrale, Fahrzeug gesichtet. Er flüchtet. Oh, du Vogel. So, jetzt sind wir wenigstens im Hubschrauber, haben wir da. Sehr schön. Er ist vorbei! Fährt weiter! Oh, Rhinos! Halt machen zum Angriff! Ich ramme ihn! Oh, ja. Ist sogar was geworden, Mann. Oh Gott, ihr Vögel. So. Wenn wir die durchfahren lassen, wunderbar. Das ist das Neueste aus Japan. Oh, schon wieder Rhinos. Und... Yee! Verdammt. Schwer, also jetzt übertreibt man nicht, ja. Ich habe ein Recht auf eine faire Untersuchung. Ich bin immerhin... amerikanischen Staatsbürger. Oder wo immer das hier spielt. Zentrale, wir fliegen schon auf Reserve. Und. Wir können nicht mehr lange oben bleiben. Ups. Wenn das Fahrzeug nicht schnell gestoppt wird, müssen wir die Verfolgung abbrechen. Ich stopp so schnell keiner. Das erste, was mich stoppen könnte, wäre vielleicht ein Absturz des Spiels oder so, aber das war's dann eigentlich schon. Ups. So fährt man heutzutage am Bullen vorbei, ja? Damit das hier mal jeder kapiert. Oh yeah. Er ist durch die Straßensperre gefahren. Wir haben eine Straßensperre errichtet. Lass ihn ruhig kommen. Aha. Wir sind immer noch auf Code 3, er ist entwischt. 110.000, das reicht glaube ich noch nicht ganz. Ich bin schon wirklich ein böser. Versuche aufzuholen. Ah, komm. Wie das kann. Ich fahre euch doch für hinterher. Hallo? 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 Einheiten auf dem Weg zur Q3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet in Richtung okay. Norden, auf dem Campus Circle. Da sind sie dann auf einmal schnell. Bekannten Fahrtrichtung ab. Zentrale, Fahrzeug gesichtet. Er flüchtet. Q3-Verfolgung wurde gerade gerammt. Fahrer flüchtet. Infos folgen. Vorne sind die Rhinos, die fahren auch einfach mal. Roger. Er ist ohne Probleme da durchgebrochen. Ach komm. Er ist durch. Ich wiederhole, er ist durch. Sorry. Behauptet wer? Oh, sie hat sein Bein umgeschmissen. Ah, du bist so ein nervöses Kind, ja. Und da ist er hier. So geht das. Hab keinen Sichtkontakt mehr. Versuche aufzuholen. Du wir haben ihn. Nähern uns von hinten. Gehör, von hinten. Wir haben ihn entdeckt. Nehmen Verfolgung auf.
Hab ihn verloren! Sperr die Gegend ab! Mal sehen, ob wir ihn erwischen. Alle Einheiten der Code 3 verfolgen. Kommt mal nach Hause, der oder? Verdächtige ja. wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Westen. Am Park vorbei. Der Einsatz bleibt auf Code 3. Sektor wird abgesperrt. Auf die Position werden über das GPS zugewiesen. Sierra 1, noch kein Kontakt zum Verdächtigen. Ich patrouilliere westlich von ihm. Wunderbar. Dann haben wir jetzt oder erst später? Ich meine, jetzt ist es zwar 10, aber... Einheiten können wieder ausschwärmen. Verdächtiger konnte entkommen. Schalte TAC-Kanal ab und gehe auf Kanal 3. Ja, wunderbar. Ich mache mal kurz die auch noch ein kleines Päuschen und dann komme ich gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da. Und wir haben gesamtes Kopfgeld erreicht. Wunderbar, dann können wir ja gleich mal sofort zurück zum Unterschlürpf gehen. Speichern. Yo, 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 yo. Was, das war unser schnellstes Auto. Aber wir haben den Gallao ja gar nicht bekommen. Ai. Na, wenn das so ist. Oh, I'm... Ah, okay, unter 2 Minuten. Ja, das dürften wir auch noch zusammenbekommen. Wie viel müssen wir da? 290. Schauen wir mal, ob wir das zusammenbekommen. Schauen gleich mal von weiter hinten an. Sehr schön. So, 240. 250. Was war denn das jetzt gerade? Ist das gerade wieder meine Tastatur oder was? Ah, Mann, wie ich das hasse. Achtung, bitte. Steht man voll auf dem Gas und es kommt nichts. Ja gut, dann fahren wir erstmal ein Rennen. Kein Schalten? Verdammt. Schade, dass ich den Gallardo nicht bekommen habe. Wow. Quetschen hier ganz schön vorbei, muss man sagen. Ich glaube, ich komme da mit meinem gammeligen Porsche noch hinterher gehabt. Also im Lambo auf alle Fälle. Dem anderen dann mit Noss auch. Ja, du Opfer. Ups. So war das jetzt nicht gerade geplant. Meine scheiß Tastatur spinnt schon wieder her. Ich glaube, ich muss mal wieder den Akku aufladen. Ups. Ups, das war so auch nicht geplant, naja. Oh, wo möchtest du ihn jetzt da durch, Schicker? Mitten durch die Pampas hier.